Hast du schon mal einen gemeinen Kommentar unter einem Foto oder Video von dir bekommen? Oder vielleicht miese Hasssprüche unter den Postings von Freunden oder Influencern gesehen? Sowas kommt online leider ziemlich häufig vor und da wird es wirklich allerhöchste Zeit, dass wir mal drüber sprechen, was man gegen Hate im Netz tun kann. Hass, Hetze und gemeine Sprüche, sowas sieht man im Internet leider viel zu häufig. Ich begegne immer wieder Postings, in denen ganze Gruppen von Menschen, zum Beispiel Geflüchtete, richtig runtergemacht werden. Sowas sieht man oft unter Posts von Zeitungen oder TV-Sendern, aber sowas gibt es natürlich auch auf YouTube, zum Beispiel in den Kommentaren. Und manchmal werden auch einzelne Personen online fertig gemacht. Was kann man gegen sowas tun? Ich zeige dir heute vier Strategien dagegen. Strategie 1: Melden. Unpassende Kommentare oder Postings kannst du ganz bequem an die jeweilige Plattform melden. Wie das geht, zeigen wir dir in einem Extra-Video. Schau mal hier oben oder aber auch in der Infobox. Der Vorteil am Melden ist eigentlich ganz klar: Du musst dich nicht lange ärgern und kannst auch anonym gegen Hass und Hetze online vorgehen. Nachteil am Melden ist, dass es manchmal ziemlich lang dauern kann, bis die Inhalte entfernt werden. Und manche werden auch gar nicht entfernt, und zwar dann, wenn sie nicht gegen die Gemeinschaftsrichtlinien der jeweiligen Plattform verstoßen. Mein Tipp für dich: Wenn dir Hass online auffällt und du das Ganze melden willst, dann hol gleich ein paar Freunde ins Boot. Je mehr Personen Hasspostings oder Hassprofile melden, desto höher die Chance, dass das Ganze ganz schnell verschwindet. Strategie 2: Gegenrede betreiben. Jemand hasst und hetzt online und verbreitet dabei völlig falsche oder aus dem Zusammenhang gerissene Fakten, so wie hier. Das willst du natürlich nicht so stehen lassen. Dann sag dem Hater deine Meinung und betreib Gegenrede. Wichtig ist dabei, dass du dich nicht auf das gleiche Hate-Niveau herablässt. Das heißt, bleib bei Gegenrede sachlich und überzeug statt mit bösen Worten lieber mit echten Argumenten. Du kannst dem Hater auch Literaturtipps geben, also zum Beispiel Links mit weiteren Infos posten. Und du kannst natürlich darauf hinweisen, dass man zwar unterschiedlicher Meinung sein kann, aber Hass ist einfach keine Meinung. Klarer Vorteil von Gegenrede ist folgender: Wenn viele Leute Hasspostings oder Kommentare schreiben und jedes Mal ungeschoren davonkommen, dann haben sie vielleicht irgendwann den Eindruck, das ist schon okay so, was ich hier mache, und wenn niemand was dagegen sagt, dann sind die anderen sicherlich auch meiner Meinung. Du kannst also mit Gegenrede hier klare Grenzen aufzeigen und den Hatern mal wirklich zeigen: Nein, so geht's nicht und die Mehrheit ist eher anderer Meinung. Außerdem kannst du mit Gegenrede vielleicht auch dafür sorgen, dass Hater sich in Zukunft zurückhalten und weniger Hate online verbreiten. Nachteil von Gegenrede: Du argumentierst sachlich, versuchst einen kühlen Kopf zu bewahren und recherchierst vielleicht sogar extra hilfreiche Fakten, und dann der Hater greift dich einfach persönlich an und hatet einfach weiter. Deshalb ist es bei Gegenrede besonders wichtig zu erkennen, wann man nichts mehr tun kann, nur noch die eigene Energie verschwendet und wann man sich vielleicht sogar selbst schützen muss. Strategie Nummer 3: Ironisieren. Das passt besonders gut bei Hasskommentaren, bei denen du gleich merkst, hier brauche ich gar nicht erst mit Fakten oder Argumenten kommen. Durch Ironisieren kannst du den Hatern den Wind aus den Segeln nehmen und vielleicht auch aufzeigen, wie blöd solche Hasskommentare eigentlich sind. Du kannst mit ironischen Fragen reagieren oder auch witzige GIFs oder Memes posten. Mein Tipp fürs Ironisieren: Check mal die Galerie auf No Hate Speech. Hier gibt es ganz viele coole GIFs und Memes, die du nach Hasskommentar auswählen und dann entweder posten oder verschicken kannst. Ich liebe diese Galerie. Der Vorteil am Ironisieren ist, du hast wenig Stress, machst dich selbst nicht so sehr angreifbar und es kann auch echt lustig sein. Der Nachteil: Nicht jeder versteht Ironie und gerade online kann das manchmal echt schwierig sein. Es ist natürlich ziemlich blöd, wenn die Hater deine ironischen Posts nicht verstehen und dann auch noch glauben, du wärst einer Meinung mit ihnen. Strategie Nummer 4: Löschen. Diese Strategie kannst du leider nur anwenden, wenn die Hasskommentare dich auf deinem Profil oder deinem Kanal treffen. Bei fast jeder Plattform hast du dann zumindest die Möglichkeit, Kommentare einfach zu löschen. Und ich weiß, viele haben irgendwie Angst davor, Kommentare oder Kritik zu löschen, weil sie denken, ja, das kommt irgendwie blöd an. Aber mal ehrlich,
Das ist dein Social-Media-Auftritt und nur du entscheidest, welche Kommentare du okay findest und welche nicht. Jemand nervt dich mit blöden Kommis? Lösch die einfach oder blockier die Person. Du musst niemandem eine Plattform für Hass geben und du musst auch keine unangenehmen Gefühle aushalten, nur weil jemand meint, er müsse dir online blöd kommen. Vorteil? Bye bye Haters, so bist du die ziemlich schnell los. Aber Nachteil? Leider geht das bei öffentlichen Postings nicht, sondern nur, wenn es dein Profil oder dein Kanal ist. So, das waren meine 4 Strategien, was man gegen Hass und Hetze online tun kann. Wenn du dich noch weiter über das Thema informieren willst, zum Beispiel wissen willst, was passiert eigentlich Leuten, die online Hetze und Hass verbreiten, schau mal in die Infobox, habe ich dir ein paar coole Links reingepackt. Und ansonsten, es gibt so viel Hate auf der Welt, pack ein bisschen Liebe rein. Das kann zum Beispiel mit einem netten Kommi oder einem Abo hier sein.